Ein empfindliches Ökosystem ist zu einer riesigen Müllhalde für den Planeten geworden. In der Atacama-Wüste im Norden Chiles türmen sich Berge von Kleidung, Reifen und Autowracks auf. Die Juristin und Umweltaktivistin Pauline Silva fordert eine gemeinsame Verantwortung von Staat und Gesellschaft. Das ist ihr Land und sie haben hier viele Tonnen Kleidung, die eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen darstellen. Das ist nicht angemessen. Die Tonnen von Altkleidern, die zwischen den Hügeln entsorgt werden, gelangen über die Freihandelszone von Iquique, eines der wichtigsten zollfreien Handelszentren Südamerikas, nach Chile. Genauso tausende von ausrangierten Fahrzeugen und Altreifen. Der Bürgermeister von Alto Hospicio, etwa 1800 Kilometer nördlich von Santiago de Chile, fühlt sich im Stich gelassen. Es ist wie im Hinterhof. Wir sind nicht einmal mehr der lokale Hinterhof, wir sind der Hinterhof der Welt, was noch schlimmer ist. Und es gibt kein Bewusstsein für die Lösung dieses Problems. Im vergangenen Jahr registrierte die chilenische Zollbehörde über 46.000 Tonnen Altkleider und in diesem Lagerhaus im Norden von Iquique stapelten sich 8.400 Autos. Die Verschmutzung, die Wasserknappheit in diesem Gebiet und der intensive Kupfer- und Lithiumabbau bedrohen das Ökosystem. Die Wüste nennen die meisten hier die kahlen Hügel. Sie sehen sie nur als einen Ort, an dem Mineralien abgebaut werden, an dem Ressourcen gewonnen werden können oder an dem sie sich die Taschen füllen können. NGOs fordern Maßnahmen zum Schutz der Atacama-Wüste. 100.000 Quadratkilometer dürfen nicht länger eine gigantische Müllhalde bleiben.